Ist das nicht schlimm? Tiere töten Opfer, und zwar viele Hunderte, Tausende vielleicht. Das ist eines der Themen im dritten Buch Mose. Aber ein ganz wertvolles Bibelbuch und was uns zeigt, dass Gott nicht einfach Tiere töten wollte, sondern dass er einen vorbildlichen Sinn da hineinlegt über etwas, was der Herr Jesus getan hat, der am Kreuz von Golgatha, gibt es etwas Größeres, sein Leben gelassen hat für uns. Auch das kann der Mensch nicht verstehen. Aber es zeigt uns, wie groß die Liebe Gottes zu uns ist. Das dritte Buch Mose. Auch das steht nicht einfach isoliert da, sondern auch wie zweite Mose beginnt dieses dritte Buch Mose mit und. Es zeigt, es ist eine Fortsetzung von der Belehrung, die wir in dem ersten und dem zweiten Buch Mose finden. Wir haben gesehen, aus der Familie ist ein Volk Gottes geworden im zweiten Buch Mose. Im zweiten Buch Mose finden wir, dass Gott inmitten des erlösten Volkes wohnt. Und jetzt stellt sich die Frage, was ist denn eigentlich das Ziel Gottes für sein Volk? Was hat er für einen Wunsch? Und die Antwort ist, er möchte, dass das Volk, jeder Einzelne und das Volk insgesamt, als Anbeter zu Gott kommt, dass sie Gott nahen, dass sie als solche vor Gott stehen, die ihm in besonderer Weise Anbetung bringen. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil ist, dass Gott Gemeinschaft sucht mit seinem Volk, mit dem Einzelnen und auch mit dem Volk insgesamt. Und das sind die beiden großen Themen des dritten Buches Mose: Anbetung und auch Gemeinschaft. Und ich meine, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, was das dritte Buch Mose uns vorstellt, dass es kaum ein Buch gibt, das uns mehr eigentlich zur Anbetung führt. Dieses Buch zeigt uns wirklich, was das Werk des Herrn Jesus bedeutet und was die Person des Herrn Jesus ist. Auch dieses Buch wird im Neuen Testament durch den Herrn Jesus bezeugt, als ein Buch, das von Mose und inspiriert geschrieben worden ist. Wir lesen zum Beispiel in dem Matthäusevangelium in Kapitel 8, dass der Herr Jesus davon spricht. In Kapitel 8, in Matthäus 8, Vers 4 lesen wir, dass der Herr Jesus zu einem Aussätzigen spricht: Gib Acht, sage es niemand, sondern geh hin und zeige dich dem Priester und bring die Gabe dar, die Mose angeordnet hat, ihnen zum Zeugnis. Mose hatte genau in diesem dritten Buch Mose über Aussatz, über Aussätzige, 3. Mose 13 und 14 gesprochen. Und da gibt es eben diese Belehrungen, die der Herr Jesus hier als Wort Gottes, als auch von den Juden akzeptierte Anweisung uns vorstellt. Ein paar Besonderheiten dieses Buches. Wir finden über 35 Mal, dass es ausdrücklich heißt: Und der Herr rief Mose und redete zu ihm aus dem Zelt der Zusammenkunft. Es ist ein Buch, wo Gott eine ganze Anzahl von Anweisungen gibt, weil wenn der Mensch Gott nahen möchte, er das natürlich auf eine Art und Weise tun muss, die nach Gottes Gedanken ist. Wie könnte Gott das sonst annehmen? Wir finden in diesem Buch die Offenbarung Gottes. Gott offenbart sich eben durch die Opfer, durch das, was er sagt. Und er führt uns in die Gegenwart Gottes, in seine Gegenwart. Durch Opfer, also auf der Grundlage des Werkes des Herrn Jesus, können wir zu Gott kommen. Und wir finden dann drittens, dass seine ganze Autorität deutlich wird. Ja, er redete zu Mose und damit wird klar, das ist zu tun. Gott hat Autorität. Das gilt auch für uns. Wir haben die volle Offenbarung Gottes in der Person des Herrn Jesus in der Bibel niedergelegt. Wir haben zweitens die Gegenwart Gottes vorgestellt in der Bibel, auf was für einer Grundlage sie geschieht und wie sie heute praktisch verwirklicht werden kann. Und drittens, das Wort Gottes in Christus hat absolute Autorität für uns. Ein ganz besonderes Thema im dritten Buch Mose ist der Sühnungstag. Den findet man in 3. Mose 16. Und tatsächlich ist es bemerkenswert, dass der Hebräerbrief insgesamt und besonders die Kapitel 9 und 10 geradezu eine Auslegung dieses Sühnungstages sind, was er im Blick auf die Person des Herrn Jesus, auf sein Werk bedeutet. So finden wir eigentlich den Hebräerbrief als neutestamentliche Entsprechung dieses dritten Buches Mose. 3. Mose 23, die sieben oder acht Feste, die uns dort vorgestellt werden, geben uns eine großartige Prophetie über das Handeln Gottes und die Wege Gottes mit seinem irdischen Volk Israel, aber auch mit uns in neutestamentlicher Zeit. Sozusagen eine Prophetie vom Kreuz bis in die Ewigkeit hineinreichend. Dabei ist auch interessant, dass der Sühnungstag, der in 3. Mose 16 ausführlich beschrieben wird, dort in 3. Mose 23 wieder vorkommt,
aber eine andere Akzentuierung in seiner Bedeutung hat. In 3. Mose 16 ist das die Grundlage überhaupt der Erlösung. Hier dagegen in 3. Mose 23 zeigt es, was das Volk Israel, der Überrest in künftigen Tagen, wenn wir die Erlösten in den Himmel entrückt sein werden, wie sie Buße tun werden, wie sie zurückkehren zu dem Herrn und sich beugen unter das, was sie getan haben und sein Werk für sich in Anspruch nehmen. Das zeigt übrigens, dass bei einem Begriff, der mehrfach vorkommt, durchaus nicht immer dasselbe gemeint ist, sondern dass Gottes Wort auch manchmal andere Dinge darunter uns vorstellt. Das also als so ein paar Besonderheiten in diesem 3. Buch Mose. Es ist ganz besonders ein Buch, das uns die Opfer vorstellt. Und zwar Opfer als ein Vorbild auf die Person des Herrn Jesus bzw. auf sein Werk. Jetzt habe ich schon eingangs gesagt, ja, aber das ist doch irgendwie seltsam, Tiere immer wieder zu töten. Ist das denn nach den Gedanken Gottes? Nun, wir finden in Hebräer 10, dass der Schreiber des Hebräerbriefes dort sagt, in Vers 5, als er, Christus, in die Welt kommt, spricht er, Schlachtopfer und Speisopfer hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. Das heißt, Gott ging es nicht einfach darum, Opfer zu haben, dass Tiere immer wieder getötet wurden oder geschlachtet wurden, obwohl wir genau wissen, dass wir kein Fleisch essen können, ohne dass ein Tier stirbt. Aber Gott ging es nicht einfach um das Tierschlachten, um das Tiertöten, sondern das war ein Vorbild darauf, was der Herr Jesus tun würde, was Gott tun würde, der seinen Sohn geben würde. Das heißt, es ist ein Bild und es ist nicht die Wirklichkeit. So wie das in Hebräer 10, Vers 11 formuliert wird. Jeder Priester steht täglich da, verrichtet den Dienst und bringt oft dieselben Schlachtopfer dar, die niemals Sünden wegnehmen konnten. Diese damaligen Opfer, die konnten keine Sünden wegnehmen, sondern sie wiesen auf das ein für alle Mal geschehene Opfer des Herrn Jesus hin, der am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Und dadurch ist ein für alle Mal die Sünde weggenommen worden und derjenige hat Vergebung, der an den Herrn Jesus glaubt. Ja, warum denn dann Opfer? So viel Tod. Manche sagen, das ist ja wie Sadismus. Ja? Das beziehen sie auch darauf, dass Gott den Herrn Jesus gerichtet hätte. Gibt es Freude am Leid von Tieren, von anderen? Natürlich nicht, darum geht es nicht. Erstens habe ich schon gesagt, das Opferfleisch wurde gegessen. Es war die Nahrung, so wie auch heute. Mit Danksagung aus 1. Timotheus 4 lernen wir, dass Fleisch essen dürfen, von Gott annehmen dürfen. Ein Israelit hat viel mehr dabei dieses Bewusstsein gehabt, da musste jemand sterben für mich, dass ich etwas essen kann. Dürfen wir ruhig auch öfter mal daran denken, dass ein Tier sterben musste, damit wir solch eine Nahrung haben. Gott möchte diese Dankbarkeit uns geben. Aber Sadismus ist ja sowieso nicht, denn das Tier wurde, bevor es dann auf den Altar kam und dann in das Feuer kam, wurde es getötet. Das heißt, auf den Altar kam nicht irgendwie ein Tier, das da lebendig in das Feuer kam, sondern es wurde geschlachtet und dann kam es auf den Altar. Das ist übrigens ein Unterschied zu dem Herrn Jesus. Das wollen wir nie vergessen. Der Jesus ist nicht erst gestorben, dann ist er in das Gericht gekommen, sondern er ist in diesen 3 Stunden der Finsternis, in diesem Gericht Gottes gewesen, lebendig und hat das in tiefstem, unfassbarem Maß hat er empfunden, was dieses Gericht war, wie furchtbar das war. Und er drückt das aus am Ende dieser 3 Stunden, wenn er sagt, ruf zu Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, wir sollen etwas davon lernen, gerade durch diese Opfer, gerade durch den Tod. Wir sollen lernen, wie unfassbar schwer dieses Werk gewesen ist. Auch für den Herrn Jesus, dass der das Leben ist, sterben musste. Und es bedurfte des Bewusstseins bei dem Israeliten, dass da ein Werk nötig war. Und auch bei uns bedarf es dieses Bewusstseins, dass der Jesus sterben musste, dass der Jesus an das Kreuz gehen musste, was er für einen Tod erleiden musste. Nun, und dann zeigen uns diese Opfer 2 verschiedene Seiten. Man hat das gesagt, einerseits objektiv und andererseits subjektiv. Objektiv kann man vielleicht das nennen, dass wir anschauen, dass Gott den Herrn Jesus geopfert hat und dass Gott ihn hingegeben hat für uns in Tod und Gericht. Ich möchte das verbinden mit Hebräer 7, wo es in Vers 27 heißt,
Wir haben einen Hohenpriester, der nicht Tag für Tag nötig hat, wie die Hohenpriester im Alten Testament, zuerst für die eigenen Sünden Schlachtopfer darzubringen, dann für die des Volkes. Denn dies hat er ein für alle Mal getan, als er sich selbst geopfert hat oder als Gott ihn geopfert hat, hingegeben hat. Durch den ewigen Geist hat er sich geopfert. Das heißt, wir schauen das Werk des Herrn Jesus an und sehen dort, wie Gott ihn gegeben hat, wie er sich selbst gegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch, wie er selbst in den Tod gegangen ist. Das ist die objektive Seite, die wir so anschauen dürfen. Aber dann gibt es die subjektive Seite, wo wir selber mitempfinden sozusagen. Die finden wir in Hebräer 13. Da heißt es in Vers 15, durch ihn, durch Gott, nun lasst uns, durch den Herrn Jesus, lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Also nicht wie in der katholischen Kirche gesagt, wir opfern beim Gedächtnismahl, Abendmahl, jedes Mal neu den Herrn Jesus, wieder neu ein materielles Opfer. Das ist natürlich eine ganz böse Lehre. Der Jesus ist ein für alle Mal gestorben. Aber die Anbetung der Gläubigen, das daran denken, was der Jesus für Gott gewesen ist und das Aussprechen in anbetenden Liedern und Gebeten, das ist, dass wir geistlicherweise solche Opfer des Lobes und des Dankes bringen. Und auch das wird uns in 3. Mose vorgestellt. Dann kann man sicher sagen, dass das Neue Testament diesen Gedanken in Römer 12 auch im Blick auf unser Leben anwendet oder darauf bezieht. Da sagt der Apostel Paulus, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, was euer vernünftiger Dienst ist. Unser Leben wird verglichen, wird damit in Verbindung gebracht, dass es wie ein Opfer ist. Und so wie der Herr Jesus sich ganz Gott hingegeben hat, er zur Sühnung, so wird uns gewissermaßen vorgestellt, so soll unser Leben auch sein, ein Opfer für Gott. Und dann eine ganz bemerkenswerte Stelle in Philipper 4, wo der Apostel Paulus die Gaben der Philipper als ein Opfer, als ein Trankopfer darstellt. In Philipper 4 heißt es in Vers 18, ich habe aber alles empfangen und habe Überfluss. Ich bin erfüllt, da ich von Epaphroditus, das von euch Gesandte, empfangen habe, einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Schlachtopfer sogar. Nicht nur, wie es an anderer Stelle hier heißt, Trankopfer, sondern sogar ein Opfer, ein Schlachtopfer. Und das sind die Gaben. Das ist eigentlich großartig, dass wir sagen können, dass das Geben von Materiellem in Gottes Augen angesehen wird wie ein Opfer, das für Gott gebracht wird. Auch das dürfen wir also aus diesem 3. Buch Mose lernen. Dann zum Schluss noch eine gewisse Gliederung. Ich sage immer, eine Gliederung bedeutet gewisse Linien in einem Bibelbuch, aber lass dich nicht davon abhalten, auch anderen Linien zu folgen. Es gibt nicht nur eine Linie, es gibt nicht nur eine Struktur, die nämlich oft dann den Nachteil hat, dass man andere Dinge übersieht. Die ersten 7 Kapitel zeigen uns die Opfer. Und wenn man als großes Thema dieses Buches nimmt, Gemeinschaft, dann zeigen sie uns den Inhalt der Gemeinschaft, den wir mit Gott haben, aber auch untereinander haben dürfen. Das ist nämlich Christus und sein Werk. Und wir fragen uns, ist das Realität? Ist unser Miteinander als Gläubige geprägt, dass wir über den Herrn Jesus sprechen, über sein Werk sprechen, dass wir uns daran erfreuen, miteinander und darüber sprechen? In den Kapiteln 8 und 9 finden wir, dass über die Priester gesprochen wird, auch über die Priesterweihe. Und das zeigt uns, wer diese Gemeinschaft mit Gott hat. Das sind solche, die zu Priestern Gottes geworden sind, wie wir das in 1. Petrus 2 finden. Heilige Priester, auch der königliche Priester. Also Priester sind die Gegenstände der Gemeinschaft, sind solche, die mit Gott diese Gemeinschaft pflegen können. Dann finden wir in Kapitel 10, was ein Nahen Gottes, eine Gemeinschaft mit Gott unmöglich macht. Und dort finden wir, dass sie fremdes Feuer darbrachten. Also wenn wir Gemeinschaft mit Gott pflegen wollen, wenn wir ihn anbeten wollen, dann auf die Art und Weise, wie er uns das in seinem Wort zeigt und nicht nach menschlichen Überlegungen, wie der Mensch heute meint, mit Musik und mit Tanzen und ich weiß nicht was, Gemeinschaft mit Gott und ihm Anbetung bringen zu können. Nein, auf die Art und Weise, wie Gott das Wort sagt. Es gibt also etwas, was die Gemeinschaft mit Gott unmöglich macht, wie wir das bei Nadab und Abihu finden. Dann finden wir in Kapitel 11 bis 15, wie wir
die Gemeinschaft haben können, indem wir nämlich Sünde, die leider in unserem Leben vorhanden ist, überwinden. Man könnte auch sagen, Voraussetzungen für die Gemeinschaft, dass wir diese Sünde überwinden. Und Gott zeigt in diesen Belehrungen, wie das möglich war, wie das möglich geworden ist. Dann 3. Mose 16, ich habe schon davon gesprochen, der Sühnungstag, das ist das Herzstück dieses Buches. Es zeigt uns, auf welcher Grundlage, worauf diese Gemeinschaft beruht, auf dem Werk des Herrn Jesus. Dann finden wir in Kapitel 17 bis 22, wo uns die Reinheit und die Heiligkeit vorgestellt wird, womit wir diese Gemeinschaft pflegen können, also den Charakter dieser Gemeinschaft. Dann 3. Mose 23 habe ich schon genannt, das ist dieses große prophetische Kapitel und das zeigt uns, wohin diese Gemeinschaft führt, nämlich an eine ewige Gemeinschaft, die wir mit Gott, dem Vater und mit der Person des Herrn Jesus pflegen können. Und dann finden wir in Kapitel 24 bis 27, durch wen wir diese Gemeinschaft haben können. Und da finden wir, dass Gott als der treue Herr, der Herr der Treue vorgestellt wird, der uns diesen Segen sicherstellt. Also ein wunderbares Buch, das uns in die Gemeinschaft mit Gott, eigentlich das Höchste, was wir heute haben, Gemeinschaft mit ihm und natürlich dann auch untereinander haben dürfen. Und ich möchte werben dafür, wieder einmal, dass du auch dieses Buch dir vornimmst. Das ist vielleicht nicht so einfach, weil nicht so viel Geschichte darin ist, aber es ist so wertvoll, weil es uns zeigt, dass wir Gemeinschaft haben können mit Gott. Und wenn du das neben das Neue Testament, den Hebräerbrief zum Beispiel, legst, dann wird das lebendig und dann siehst du, wie herrlich es ist, dass wir als Menschen hier auf dieser Erde, persönlich und gemeinschaftlich, als Versammlung Gottes auch Gemeinschaft mit Gott haben dürfen, dem heiligen Gott, der sich in Liebe in Christus offenbart hat.